Was geht ab, YouTube? Was geht ab? Es wurde ein Statement gemacht von Sammy Miri, von dem PA Sports gesagt hat, dass er 600.000 für Yakari wollte. Und der auch dahinter steckt, hinter der ganzen Jigsaw-Geschichte und so. Und wir gucken uns das Ganze an, Digga, gucken, was er dazu zu sagen hat. Ne? Er hat ein kleines Statement gemacht, aber er hat nicht geredet, sondern er hat geschrieben, Digga, in Textform. Ne? Gucken wir uns mal an. Erstmal gucken wir seine Story an, ne? Was er da gepostet hat. Hier, Bali und so, dies, das. Ne? Warte. Die kommen ja zuerst da, es steht ja mein Vertrag. Also erst kommt das, was ich gesagt habe. Ja, da muss der jetzt erstmal 100% diese Algorithmen. Okay, man hat nichts verstanden eigentlich. Ich wirklich viel verstanden. Da kommt sein Statement. Okay, das ist ein Statement, ne? Dann gucken wir mal sein Statement an. So. Da mich gestern viele Nachrichten erreicht haben, muss ich mich, obwohl ich normalerweise kein Typ dafür bin, kurz zu den Vorwürfen äußern. Zum Thema, dass Yakari keinen Vertrag bei mir hätte oder je hatte, kann ich nur sagen, dass jeder im Internet nachgucken kann, wer der Geschäftsführer der Supremus Musik GmbH ist. Ihr wisst ja, bei also, Supremus kommt von Supremus, was man gesehen hat von den Rappern, war 18 Karat. Ja, 18 Karat. Ja, war dieser Hamad 45, dieser Hamad, nicht Hamad 45, dieser Hamad, war der nicht auch bei Supremus? Der auf Jigsaw ging? Der war doch auch bei Supremus. Wie hieß er nochmal? Ich weiß seinen Namen jetzt auch nicht genau, Digga, ne? Aber ihr seht selber, ne? Supremus GmbH, Digga, er war Geschäftsführer. Lesen wir mal weiter. Yakari hat einen Vertrag bei Supremus und er hat noch einen weiteren Vertrag bei einem anderen Label, der ebenfalls gültig ist. Auf die Anfrage von Pierre, ob er Yakari sein kann, habe ich Yakari zu ihm geschickt und war bereit zu verhandeln, okay? Pierre war anfangs auch bereit, eine gemeinsame Lösung zu finden, aber hat sich dann von seinem Hintermann zu einer anderen Idee überreden. Chileer Hintermann! Wie Hintermänner? Was geht ab, Digga? Pierre Sports ist doch einer, der sagt, ich habe nichts mit Hintermännern und so zu tun, ne? Also... Er ist aus diesen Rückenfilmen und so raus, sagt er ja immer. Aber man muss halt dazu sagen, man weiß es nicht, ne? Bei PA Sports kann ja auch sein, dass er Freunde hat, die, wo andere Leute sagen, das sind seine Hintermänner. Ja, das kann wirklich sein, aber das sind einfach nur seine Freunde, das genau. Geht auch, ne? Also. Na, wir lesen mal weiter. In einer Telefonkonferenz haben sie mir dann das hinterhältige Angebot gemacht, mir nur meinen Anteil zu zahlen, in der Hoffnung, dass ich den anderen Partner hintergehe, weil sie dachten, dass dieser seriöse Geschäftsmann kein Straßentyp ist. Und man ihn sehr wahrscheinlich unterdrücken kann, was bei mir natürlich nicht der Fall war. Ich habe das Angebot dankend abgelehnt und dann haben die dasselbe bei ihm versucht, was auch nicht klappte. Ah, okay. Also, hier sieht man, da war anscheinend Loyalität zwischen den Geschäftspartnern. Ja, also er ist loyal geblieben, er hat das Geld nicht genommen. Es wurde insgesamt eine hohe sechsstellige Summe in diesen Künstler investiert und das nicht von mir allein, sondern von den anderen Parteien, bei denen er unterschrieben hatte. Monate später meldet sich Yakari wieder und fliegt, wie du in deinem Statement selber erzählt hast, ins Ausland zu mir, um mich zu besuchen. Ah, genau das meint er. Ah, deswegen ist er doch nach Istanbul geflogen. Der war doch eine Zeit weg, Digga, ne? Da hatte er doch Streit mit PA Sports, da ist er doch zu Sammy geflogen, sagt man. Ah, das wusste ich gar nicht. Ja, aber jetzt, okay, jetzt höre ich zu. So. Aber ich will wissen, bei wem er noch gesigned war. Also er war bei Supremus, aber bei wem noch? Welches ist das andere Label, ne? So ein Unterdrücker bin ich dann wohl nicht gewesen. Als du davon mitbekommen hast, hast du seine Mutter jede paar Minuten angerufen, weil du es nicht fassen konntest und wolltest dich vergewissern, ob bestimmt. Yakari erzählte mir von sehr verrückten Sachen, die dich und deinen Hintermann angehen. Ich will nur wissen, wer dieser Hintermann ist. Wer ist der Hintermann? Das wollen wir jetzt auch wissen. Die möchte ich hier aber erstmal nicht aussprechen. Vielleicht ändert sich meine Meinung aber noch. Auf jeden Fall klang das sehr nach Unterdrückung, was ihm angetan wurde. Er erzählte mir zum Beispiel davon, dass er bis zu diesem Tag nicht einen Cent bei euch verdient hat. Pierre rief mich über andere Leute an und bat mich darum, dass sein Hintermann nichts von diesem Gespräch erfährt, weil dieser eigentlich mit Yakari abgeschlossen hat, da er mit sehr vielen Rappern verfeindet war und nur noch Stress gebracht hat. Wie hat er denn gesagt? Ich hab gesagt, Digga. Wenn du so ein wie Yakari seid, ist halt Fluch und Segen zugleich, weil er ist ein guter Künstler, Digga, aber er baut halt viel Scheiße, ne? Er macht halt viel Filme, Digga, und das ist halt der Nachteil, den man hat, wenn man so einen zeigt. Pierre wollte ihn aber dennoch haben und hielt sich nicht an die Abmachung. Ich habe Pierre in diesem Telefonat erklärt, dass Yakari mich nur besucht hat und ich von meiner Seite sowieso gar kein Interesse mehr an einer Zusammenarbeit mit ihm habe und ihm gesagt, dass ich auch nicht mehr auf meine Anteile bestehe, da es Yakari finanziell nicht gut ging. Ah, krass. Also Yakari hat anscheinend bei PA Sports nicht verdient, Digga. Und Sammy Miri ist der korrekte Mann von nebenan und verzichtet auf seine Anteile, damit Yakari Geld verdient, oder was? Ja, Sammy Miri ist echt korrekt. Boah, wenn das stimmt, ist das natürlich... Also wenn das wirklich so ist, dann ist korrekt. Also, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er wirklich nichts verdient hat. Man kriegt doch als Musiker sogar nie jeden Monat Auszahlung, oder nicht? Also, dieses Nichtsverdient ist immer so eine Sache. Was geht ab? Was ist denn Nichtsverdient, Digga? Ehrlich, das will ich auch mal wissen. Pierre bat mich dann darum, den anderen Teilhaber dem Gespräch zuzufügen und gemeinsam ein letztes Mal eine Lösung zu finden. Das habe ich gemacht.
Leider kam es wieder zu keiner Einigung, weil Pierre seine Vorstellung einfach unrealistisch und dreist war. Seitdem sind wir vor Gericht. Mm. Jetzt kommen wir zu deiner Doppelmoral. Mal bist du der seriöse Geschäftsmann und dann wieder, wie vor ein paar Tagen öffentlich gemacht wurde, der harte Straßenjunge. Redest von Clans, aber bist selber jeden Tag mit einem Clan-Mitglied unterwegs. Okay, wer ist ein Clan-Mitglied, Digga? In den Chat, bitte schreib mal, unterwegs. Ich will mal wissen, wen er meint. Ja, und benutze sie für deinen Schutz und redest dann im Nachhinein schlecht über Clans. Dafür gebe ich dir aber nicht mal die Schuld, dafür sind die Leute um dich herum verantwortlich. Also man sagt, also will damit sagen, PA Sports wird gesteuert von seinen Hinterleuten, ne? Deswegen agiert er immer so, wie er agiert, Digga. Keimer 6, was hat er für Anwälte, was hat er gezahlt, damit er diesen Text schreibt? Anwälte machen viel Geld, Digga, mit so Leuten, ne? Auch den ChatGPT. Auch den Teilhaber, von dem ich die ganze Zeit gesprochen habe, hast du mehrmals gedroht. Diese Memos und weitere Sprüche sind allerdings nie an die Öffentlichkeit gekommen. Dass du Menschen vor irgendwelchen Haustüren schickst und Videos davon machen lässt, um Rapper zu erpressen, sagt schon alles über dich aus. Als man dir das vor ein paar Jahren angetan hat, warst du aber nicht so Gangster. Boah, also da hat er auf jeden Fall, also ja, die Story kennt man ja, ne? Also er hat sich ja offiziell von allem distanziert, was mit Straße zu tun hat und so, ne? Ja, und er wollte nichts mit diesem Unterdrücker-Mentalität, nichts mit diesem Milieu zu tun haben. Und wie gleichberechtigt du zu Frauen stehst, weiß ich aus deinen Interviews. Du redest in deinem Video von einem Haufen Versager, weil du jetzt seit ein paar Jahren das erste Mal Geld gesehen hast. Wenn du Geld davon abhängig machst, wer Versager ist, dann frag in deinem engsten Kreis nach mir, die kennen meinen Stand. Tschüss. Ihr wisst doch, also, bei Mimiri geht's ja offiziell gut. Ne? Man kennt ihn ja auch. Er war öfter mit Farid Deng unterwegs, ne? Ja, aber wenn immer du seine, mit Lambo und so dies, genau, das. Wenn du seine Instagram-Seite ansiehst, siehst du auf jeden Fall The Good Life. Das ist Good Life, was er da macht. Good Life, das erlebt, Digga, ne? Der ist auf jeden Fall unterwegs, immer da, immer wo Sonne scheint, immer schöne Autos. Der hat ja auch einen internationalen Haftbefehl, ne? Also der ist gerade eigentlich auf Flucht, Digga, sagt man. Na, wir lesen mal weiter. Zum Thema, dass ich für Diss-Tracks gegen dich verantwortlich bin, kann ich nur sagen, dass ich mit diesem Rapper nichts zu tun habe. Ich brauche keinen, der für mich redet. Alles, was ich sagen möchte, sage ich einfach. Das weißt du selber. Tschüss. Ich weiß, dass ich die Zeilen über mich und deine... über dich und deine Frau gekränkt haben. Bei allen anderen hast du es hingenommen, außer bei meinem Schwanz, der anscheinend Stacheln hat und anscheinend bis heute noch bei euch piekst. Bei Ersam, wo deine Frau als Immobilienmaklerin gearbeitet hat, der sie von morgens bis abends auf dem Schreibtisch genommen hat, mit Mois zusammen, hattest du anscheinend nichts dagegen. Vielleicht sollte man die Firma, in der sie gearbeitet hat, mal googeln und gucken, wie seriös sie war. Deine Frau steht anscheinend auch so Gangster, auf die du immer schießt. Digga. Er hat jetzt Mois auch in diesem Thema. Aber Mois ist doch schon lange verheiratet. Oder ist er fremdgegangen? Hm? Wer ist denn Ersan? Weiß ich nicht. Wer ist Ersan? Habe ich noch nie gehört, den Namen. Noch nie. Und war das nicht dieser... Mois hat doch versucht, seriös zu werden mit Immobilien und dies, das. Ich glaube, das war dieser Partner von ihm. Ich glaube, das war der, oder? Okay. Kann sein. War das dieser eine Partner von Mois? Wo Mois auf einmal nach Wuppertal gezogen ist und so, ne? Wo der auf einmal seriös sein wollte und so, Digga. Bestimmt lässt du deshalb ab und zu mal den Bösen raushängen und kaufst dir ein Lambo wie meinen, in dem ich immer mit deiner Frau durch Marbella gefahren bin. Oder? Lieber bin ich ein Zuhälter als eine Nutte. What? Deine Frau war die Nutte von mir. What? Digga, ey. Ich will das nicht mehr weiterlesen. Harte Worte, Digga, die er gerade droppt, ne? Ohne Spaß jetzt. Vielleicht ist sie es auch immer noch, wer weiß. Du bist die Nutte von deinem Hintermann, der selber in Sauna-Clubs auf vollgewichsten Betten schläft. Denk nicht, dass ich Angst vor irgendwelchen Drohungen habe. Wenn ihr mich so wollt, dann kriegt ihr mich ab jetzt. Digga, heftig. Problem. Aber das ist echt ein krasses Statement, Digga. Ne? Er ist echt zum Ende hin, hat er nochmal gezeigt. Es hat normal angefangen, aber es wurde am Ende sehr hart, Digga. Aber das wurde echt sehr hart beendet. Bekommen. Guck, so sieht Sammy Miri sein Instagram aus, Digga. Ne? Sein nur Leben. Autos, Bali, Marbella, keine Ahnung. Nur wo Sonne ist, Digga. Und das seit Jahren, ne? Ja. Da natürlich sehen wir nochmal mit den anderen 80 Karat. Auch mit Farid Bang war oft unterwegs, ne? Diese Story kennt man ja auch, hier Privatjet und so. Ja, der lebt schon das Leben, Digga, ne? Ja, der hat das schon seit Jahren gemacht, muss man sagen. Jetzt gucken wir mal seine Story, was hat er nachgepostet? Ah, da mit seinem anderen Geschäftsführer. Mhm. Ah, nee, Unterschrift von Yakari. Mit den Ausgaben, die ich hatte, die kommen ja zuerst rein, steht ja mein Vertrag. Also erst kommt das, was ich bezahlt habe. Ja, dann wäre ja da muss der jetzt erstmal 100% diese Algorithmen an dich abschöpfen.
So. Natürlich. Und, so. Ich sag dir auch eine Sache, die auch gut ist durch unsere Arbeit. Ich habe alle Zahlen beobachtet und gesehen. Keiner, bevor der bei uns, also dieser TSOP-Song, der war gut und so, keine Frage. Aber da an dem Punkt, wo der erste Song von uns rauskam, haben die Dinger nur noch 10.000, 15.000 Streams am Tag gemacht. Alle seine Sachen, die bei iGroove sind, sind alle wieder in die Decke geschossen, seitdem wir unsere Sachen gemacht haben. Das der war anscheinend bei iGroove auch gesehen, also bei Supremus oder iGroove oder wie? Das heißt, sein Umsatz bei iGroove ist gerade das Dreifache von dem, was es vor 6-7 Monaten noch gewesen ist. Also, aber Pierre, guck mal, ich habe eine andere Theorie. Ich habe den so hochgebracht, ich habe den immer gesagt, seine Musik ist die heftigste Musik. Hättest du es damals im Oktober weitergemacht, durchgehend, ohne Pause, deine Maske nicht aufgezogen. Heftig, Digga, also heftiges Statement, was Sammy Miri hier rausgehauen hat, ne? Da er sagt, Digga, die Wut von Mois und diesen einen Ersin Ersan. Bruder Ersan. Und er sagt, er war schon mit der Frau von PA Sports unterwegs und die Frau von PA Sports ist seine... Tschüss, Digga. Ihr habt gesehen, Digga. Jigsaw hat auf jeden Fall deswegen auch richtig Hass auf sie, ne? Weil die war immer öffentlich präsent und so. Und PA Sports hat gesagt, er könnte nicht mit so einer Frau, die sich so und so präsentiert. Und am Ende des Tages ist er mit so einer Frau, ne? Manchmal nicht so groß reden. Ja, manchmal sollte... Ne? Aber ja, Menschen ändern auch ihre Meinung. Genau, ne? Man kann auch seine Meinung ändern, Digga. Das war ja vor ein paar Jahren. Man hat Leon Lovelock Interviews gemacht. War locker 3, 4, 5 Jahre oder so. Stimmt, wäre auch ein anderer geworden in dieser Hinsicht. Ja, in der Zeit ist er bestimmt anders geworden. Weil aber krass. Das wäre ja nicht mit ihr zusammen, Alter. Und das ist heftig, Digga. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, was PA Sports zu dieser ganzen Thematik sagt. Ne, Gucken wir doch direkt. Der hat schon echt raus. Was Sammy Miri auf jeden Fall zum Ende hin hat, ist er nochmal, hat er nochmal was. Der echt, hat echt gedroppt, Digga, ne? Ne, ich hätte nicht gedacht. Jo Leute, was geht ab? Black Plus Werbung. Ja, Kari kam back. Also nix. Nix gesagt. Ne, wenn er dich diesmal nimmt. Diesmal mache ich mit, Bro. Okay, das heißt, Leute werden gedisst. Das heißt, Leute werden auf jeden Fall geopfert, Digga. Film, ja? Schreibt eure Meinung zu der ganzen Thematik auf jeden Fall in die Kommentare. Ihr seht, Digga, das ist ein richtiger Film. Es geht richtig ab. Das Ding ist, ihr dürft nicht vergessen. Deutschrap hat gerade wieder überall Beef. Ja, ihr dürft nicht vergessen. Wir wissen zwar, Sammy Miri hat einen internationalen Haftbefehl und befindet sich nicht in Deutschland. Trotzdem hat er immer noch, wir nennen die mal Soldaten in Deutschland positioniert. Er hat auch eine große Familie. Einzig umsonst Miri. Ihr dürft das nicht vergessen. Also es kann echt immer noch knallen, auch wenn er nicht klar. da ist. Kann immer knallen, der. Deswegen, man muss aufpassen. But I don't know, I'll be there for you.